Ja, damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren, zur nächsten Folge Let's Play Starbound. Da hat wohl jemand nicht gegessen. Nehme ich mal an. Hups. Hups, hups, hups. Ja, gut. Hey. Jetzt habe ich gerade, weil ich gesehen habe, dass ich gestorben bin, vergessen, das Licht hier noch anzumachen. Gut. Ja. Jetzt so ein bisschen. Ist denn hier jetzt irgendwie. Ist wieder alles anders sortiert? Nee, ne? Weißt du, was mir gerade mal so auffällt? Mein Gewehr ist weg. Mein rotes Gewehr ist weg. Oh. Ah, nee, da ist es. Nee, es ist doch immer noch die Oboe. Oh. Schade. Naja, müssen wir halt wieder mit Pfeil und Bogen ran. Ist ja fein. Achso, warte mal. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass wir jetzt mal noch ein paar. Ein bisschen Zeug suchen. Das ist auch immer noch korrekt, also das habe ich auch immer noch vor. Ich habe aber gerade mal noch überlegt, was ja vielleicht gar nicht mal so verkehrt wäre. Wäre, wenn wir eine vernünftige Spitzhacke dabei hätten. Das wäre ja vielleicht gar nicht mal so schlecht. Deswegen hüpfe ich mal gerade hier runter. Und guck mal gerade. Okay. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wo ich mir eine Spitzhacke machen kann. Scheinbar. Oder hier? Ist das hier möglich? Nee, jetzt nicht unbedingt. Vielleicht hier oben? Na. Nö. Hä? Oder ist das hier vielleicht doch? Pickaxe oder so? Kann ich die hier, pick? Nee. Na. Vielleicht versteckt sie sich irgendwo? Nö. Das hier ist für Wolle und so weiter und so fort. Also für Fabrics. Ha. Huh. Armor and Weapons. Hä? Bin ich jetzt irgendwie... Also jetzt bin ich aber gerade jetzt verstehe ich aber gerade gar nichts mehr. Watering. Sag mal. Was ist denn was? Forging Table? Ist das der Forging Table hier? Ja. Und hier gibt's Copper, Iron Spotlight, Iron Bed, Iron Chair. Das sind halt Möbel. Das sind Crates. Und das sind nur noch Blöcke. Aber ich hab doch schon eine.
Ich hab doch schon eine gemacht. Eine Spitzhacke. Oder spinne ich jetzt gerade? Ich kann es jetzt gerade auch nicht googeln. Das ist ja total weird jetzt. Doch, also sorry, aber ich tapp mal kurz raus. Also ganz ehrlich. Cool. Starbound. Pick. X-Crafting. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Ah. Was? Was? Es gibt keine Spitzhacken mehr in diesem Spiel, die man craften kann. Kannst du nur noch finden. Das ist ja crazy. Das ist ja verrückt. Oh, wir haben immer noch volles Inventar hier. Oh, gut, dass ich dann eben auch noch verhungert bin. Das ist ja richtig praktisch gewesen. Ja, was zur Hölle, ey? Ich bin gerade total fasziniert, aber halt eben im negativen Sinne. Das ist total verwirrend gerade. Nämlich meine Güte. Ja, wack das Ding da oben rein. Ich möchte das jetzt essen. So. Wunderbar. Ich bin ja total. Aber wie gesagt, halt eben eher im negativen Sinne jetzt. Also so. Das gehört doch zu jedem guten Craft. Oder zu jedem guten. Ich nenne es jetzt mal Survival-Spiel. Gehört das doch. Dass ich mir eine Spitzhacke machen kann. Ja, aber steht, dass ich meinen Meta-Manipulator verbessern kann. Ja, aber wie? Aber wie? Ich weiß, wir haben hier so ein Upgrade-Ding bekommen. Wo auch immer das jetzt ist. Hier, Upgrade-Modul. Das ist mal irgendwie... Mop. Haben wir denn irgendwo? Den Meta-Manipulator? Ne, scheinbar nicht, weil den... Okay. Ach, ich glaube, ich weiß... Moment. Ich glaube, ich weiß, wo wir das Ding vielleicht nutzen können. Ich glaube, ich weiß es. Jetzt bin ich aber gerade... Ich wollte jetzt... Hallo, Frettchen. Frettchen, sage ich. Katze. Frettchen, Katze, alles dasselbe. Ist alles kein Hund. Oder ein Otter. So, warte mal. Ich bin gerade total perplex hier. Einfach weil das nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Überfordert. Ist vielleicht auch nochmal ein gutes Wort dafür. Total aus dem Häuschen. Oder was weiß ich was. Headtag, Legtag. Alles klar. Was ist hier? Kann ich hier vielleicht meinen Meta-Manipulator? Nee. Toll. Kann ich vielleicht irgendwo hier mal noch... Warum ist da einfach ein Loch? Frage ich mich gerade, aber okay. Kann ich vielleicht irgendwo hier, also hier beim Früg? Ne, der hat ja nur Einrichtungsgegenstände. Ich war jetzt gerade am überlegen, ist da gerade ein Kriegerlama auf die Toilette gegangen? Hallo?
Ich muss kurz abwarten, ob dein Kriegerlama auf Toilette ist. Obwohl ich die Antwort eigentlich schon hier oben sehe. Entschuldigung. Okay. Es ist ein Kriegerlama. Nice. Aber. Schmerzhaft. Warte mal, kann ich vielleicht hier? Hier war doch auch sowas. Irgendwie. Nee, kann ich irgendwelche. Okay, hier kann ich meinen Mac. Könnte ich hier jetzt stabilisieren? Oder stabilisieren. Ja, klar, den kann ich hier stabilisieren. Schade. Okay. Trotzdem. Trotzdem verwirrt. Oh. Okay, das Ding hier ist closed. Ja, dann ist auch erstmal egal. Habe ich so das Gefühl. Terramat, ich wollte gerade sagen, da werde ich vermutlich nichts Besonderes rausbekommen. Greetings, I'm looking for someone to become my partner in crime fighting. You think... nee, Gott, keinen Bock. Ganz ehrlich, crime fighting ist halt nicht meins. Ja, okay. Ja, müssen wir jetzt mit leben. Ist jetzt so. Ach, hier. Ah, look at this. Dafür brauchen wir so... Ach, dafür brauchen wir diese Manipulator-Module. Ach so. Na, jetzt erklärt sich so einiges. Haben wir die zufällig hier irgendwo reingepackt? Nö. Na, das ist ja schön. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mehrere davon hatten. Sechs. Ich bin mir sicher, dass wir sechs davon hatten. Die Frage ist, kann ich die Dinger irgendwo kaufen? Ist egal. Ist egal. Ich will wieder auf den Sandplaneten. Genau. Nee, will ich ja gar nicht. Will ich ja gar nicht. Was tue ich denn hier? Was mache ich denn heute? Das ist ja, ich bin ja irre. Nee. Die Katze zu wenig gestreichelt, glaube ich. Achso, das war auch wieder ein... Okay. Das war schon mal auch ein... wie heißt es? Ein Blueprint. Okay, gut. Runter auf den Mond. In der Hoffnung, dass ich hier jetzt irgendwie klarkomme. Mit nur meinem Meta-Manipulator. Naja, wir brauchen ja auch nur... Wir brauchen ja nur so ein paar lustige... leuchtende Steinchen irgendwo abholen. Ups. Moondust. Achso. Ich dachte, der wäre da drin gewesen, aber ich glaube, wir haben einfach auch nur ein Stückchen Erde abgebaut gehabt. Gerade. Okay. Ich würde mich über einen Eingang in so eine Höhle hier freuen eigentlich. Aber theoretisch auch nicht zu tief. Oh, warte mal. Ich muss das ja irgendwie auch auffangen. Nein. So, guck mal. Wie viel da ist. Müssen wir nur hoffen, dass wir dorthin kommen. Bevor dieses... dieses große Viech wiederkommt.
ist ja schon uncool gewesen eben. Achso. Ich höre das aber schon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es schon höre. So. Ich sehe es nur noch nicht. Solange ich es noch nicht sehe, bin ich zufrieden. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn uns das berührt. Oh, verdammt. Ich wollte gerade schon sagen, ich weiß nicht, wie ich hier wieder rauskomme. So. So komme ich hier wieder raus. Ich laufe jetzt einfach hier weg. Ganz schnell, ganz flott. Holen wir hier die Dinger noch mit. Super. Rüste mal ein paar Fackeln aus. Wenn wir... Ja, da habt ihr schon ausgerüstet. Kann ich auch mitleben. Ups. Okay. Hier ist schön. Hier bleibe ich. Na komm. Ich merke gerade eine Logiklücke in dem Plan, den ich gerade hatte. Oder nicht eine Logiklücke, sondern ein Problem. Ich hatte nämlich gerade überlegt, so, ja, kannst du hier schnell rüberbauen? Ja, aber dann kannst du nicht mehr einfach hochspringen, um hier rauszukommen. Das könnte ein Problem werden, siehst du? Noch ist es vielleicht kein Problem gewesen, aber es hätte eins werden können. Ah. Woppa. Funktioniert. So, ich setze mir mal hier immer wieder so mal ein paar Fackeln. Lohnt es sich da runter zu gehen? Nee. Ganz ehrlich. Oh. Oh. Das könnte tief werden. Scheiße. Ich hab die falsche Taste wieder gedrückt. Oh, goddammit. Okay. Es wurde immer dunkler und ich konnte nichts setzen. Also vermutlich, weil ich zu unfähig war. Aber naja. Da ist der Blob. Ja, was machen wir denn jetzt? Da kommen wir jetzt ja nicht dran. Nee. Komm, verpuselmuckeln wir uns hier. Da kommen wir auch nicht dran. Ärgerlich. Hier könnte eng werden. Aber wir bekommen hier noch relativ gut was raus. Das ist die Hauptsache. Jetzt liegt da, glaube ich, noch ein bisschen was. Ups, und ich bin weg. Das ist so ein bisschen so Katz und Maus hier. Der kommt immer ein bisschen näher und ich renne immer wieder weg. Ich finde das jetzt nicht schlecht. Das ist jetzt nicht unbedingt so ein Wesen, was jetzt so schnell hier auf mich zukommt. Wo ich die ganze Zeit Angst vorhaben muss. Aber naja. Ja, machen wir da oben noch. Wenn, dann nehmen wir hier auch alles mit. Ich hab das Mond-Special gebucht. Ich habe nicht realisiert, dass dort kein Boden mehr ist. Sehr stark. Sehr, sehr stark, Magnus. Hätte auch nur fast schief gehen können. Heidewitzka. Oh Gott, hier ist aber... Gut, dass ich die Taschenlampe... Wo habe ich denn jetzt die... Ach, wenn ich den Scanner habe, habe ich auch die Taschenlampe. Shit. Okay, ich muss hier irgendwie hoch. Ich sammle irgendwie Dirt auf, während ich das baue.
So. Ich möchte hier jetzt nicht an der Stelle da rum hampeln. Weil jeden Moment wieder dieses Viech kommen würde. So. Wir brauchen, theoretisch brauchen wir 500 von diesen Dingern, ne? Oh. Ich dachte, da geht's wieder extrem runter, ne? Ich finde das hier so etwas schwer zu erkennen oder etwas kompliziert. Oh. So. Nachdem wir das jetzt hier aufgesammelt haben, würde ich sagen, laufen wir ein paar Meter, bis das Viech wieder da ist. Okay, hier ist natürlich nochmal. Ich krieg das irgendwie gerade nicht so ganz auseinandergehalten, ob ich da drauf stehen kann auf dem Ding oder nicht. So ein bisschen weird. Alles klar. Okay. Oh nein. Oh nein. Okay. Gar nicht so ein großes Problem. Relativ easy. Da oben ist angenehmer. Wir gehen hier nochmal dran. Sobald wir es hier gebaut haben. Achso, würde ich zuallererst mal noch die Folge beenden, meine lieben Damen und Herren. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen bei euch und sage bis zum nächsten Mal, wenn es dann weitergeht, bei Let's Play Starbound. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.